بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، ein Auszug, wir sind mit dem Buch ein Auszug aus dem Gesamtwerk Al-Muwatta Imam Malik, der geebnete Pfad von Imam Malik rahimahullah. Buch des Fastens, Kapitel 18. Und wir sind beim 22. Kapitel angekommen mit der Überschrift Das Fasten im Allgemeinen. حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول حتى bedeutet bis, also bis zu einer Sache, حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط. Wir sagten قط bedeutet niemals, إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. يحيى berichtet mir von Malik, von Abi Nadr, dem Maula, von Umar ibn Ubaidillah, von Abi Salama ibn Abd al-Rahman, dass Aisha, die Frau des Propheten, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte. Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, pflegte so lange zu fasten, bis wir dachten, er würde nie wieder aufhören zu fasten. Und er ist so lange ohne Fasten geblieben, bis wir dachten, er würde nie wieder fasten. Ich habe den Gesandten Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, nie einen ganzen Monat lang durchgehend fasten gesehen, außer im Monat Ramadan, und ich sah ihn in keinem Monat mehr fasten als im Monat Sha'ban. Beim nächsten Hadith, وحدثني عن مالك عن أبي الزينات عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل. يجهل كم von Wort جاهل, جاهل أبو جهل. فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. Und berichtet wurde mir von Malik, von Abi Az-Zinat, von Al-A'raj, von Abu Huraira, dass der Gesandte Allahs, Allah Segen und Frieden auf ihm, sagte, das Fasten ist ein Schutz. Schutz wird hier als Junna gesagt. Für euch. Das Fasten ist ein Schutz für euch. Wenn ihr fastet, verhaltet euch nicht unanständig oder töricht. Und wenn jemand mit euch streitet oder euch beschimpft, sagt, ich faste, ich faste. Diese Worte, ich faste, also inni sa'im, inni sa'im, das kann zwei Bedeutungen haben. Entweder für dich, dass du dich erinnerst, dass du am Fasten bist und dann nicht falsch reagierst. Oder für die andere Person, dass sie dann aufhören soll mit der Torheit oder mit der Unanständigkeit. وحدثني عن مالك عن أبي الزينات عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي فالصيام لي وأن أجزي به كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعة ضعف إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. أجزي kommt von جزاء, Belohnung. Und berichtet wurde mir von Malik, von Abi Zinat, von Al-A'raj, von Abu Huraira, dass der Gesandte Allahs, Allah Segen und Frieden auf ihm, sagte, bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, der Geruch aus dem Mund eines Fastenden ist bei Allah besser als der Geruch von Moschus. Moschus ist ein Duft, das von einem besonderen Hirsch kommt, von einer Art von Hirsch. Und Moschus ist eigentlich Blut. Der Hirsch, wenn er sich bewegt oder läuft, entsteht ein Riss bei ihm, bei seinem Bein, glaube ich, soweit ich weiß. Und dort sammelt sich dann Blut. Dieses Blut sammelt sich dann an, bis es dann eben zu viel wird
und das dem Hirsch stört, sodass er sich dann an einem Felsen zum Beispiel kratzt und das dann fällt. Und die Leute sammeln das. Das ist eigentlich als, das findet man als Pulver und aus diesem Pulver wird dann Öl. Der eigentliche Moschus, wenn man den Originalen hätte, also alles, was wir jetzt hier an Moschus haben, ist nicht original. Das eigentliche Moschus ist, wenn du auf einer Straße bist, auf der anderen Seite kannst du es riechen. So stark ist das. Und man benutzt es auch, glaube ich, fürs Getränk. Also man kann es auch im Getränk legen, soweit ich mich erinnern kann. Mein Lehrer hat es einmal getrunken. Okay. Er unterdrückt seine Begierden und verzichtet auf sein Essen und Trinken um meinetwillen. Das Fasten ist für mich und ich belohne es. Jede gute Handlung wird mit dem Zehnfachen bis zum 700-fachen belohnt, außer dem Fasten um meinetwillen, dessen Belohnung mir obliegt. Also Allah Azzawajal hat die Belohnung des Fastens versteckt, um zu zeigen, dass es eine ganz besondere Belohnung ist. Ebenso kann der Fastende Babur Rayyan, die Tür des Rayyan, eintreten, was man auch nicht weiß, was da drin ist. وحدثنا عن مالك عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة باب haben wir gesagt ist Tür أبواب Türen الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. Und berichtet wurde mir von Malik, von seinem Onkel väterlicherseits, Abu Sahel ibn Malik, von seinem Vater, dass Abu Huraira sagte, wenn der Ramadan kommt, werden die Tore des Paradieses geöffnet und die Tore des Höllenfeuers verschlossen und die Schayatin werden in Ketten gelegt. Jetzt in Ketten gelegt hat viele Bedeutungen oder eigentlich, was Schayatin eigentlich gemeint wird, Teufel, Satan. Denn es gibt zwei Arten von Schayatin, es gibt die großen und es gibt die kleinen. Und hier ist die Frage, ob alle Schayatin jetzt gefesselt werden oder gekettet werden oder nur die Starken. Wallahu alam. Im anderen Hadith, وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم. أهل العلم, die Leute des Wissens. لا يكرهون السواك للصائم في رمضان. في ساعة من ساعات النهار. لا في أوله ولا في آخره ولم أسمع أحدا من أهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه. قال يحيى وسمعت مالكا يقول في صيام 6 أيام بعد الفطر من رمضان إنه لم ير أحدا من أهل العلم والفقه يصومونه أو يصومها ولم يبلغنا ذلك عن أحد من السلف وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجاه أهل الجاه الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك. قال يحيى سمعت مالكا يقول لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه كان يتحراه. Und berichtet wurde mir von Malik, dass er hörte, dass die Leute des Wissens es nicht missbilligten, also als Makruh gesehen haben, wenn man im Ramadan zu jeder Tageszeit, ob nun zu Beginn oder am Ende des Tages beim Fasten, den Siwak benutzt. Und Siwak ist ein Zweig oder eine Knospe oder ein Wurzelstück des sogenannten Zahnbürstenbaums. Er hat auch nicht gehört, dass jemand von den Leuten des Wissens dieser Praxis missbilligte oder verbot. Yahya sagte, dass er hörte, wie Malik nach dem sechstägigen Fasten nach dem Monat Ramadan gefragt wurde, also die 6 Tage in Shawwal. Und er sagte dafür oder darüber, dass er noch keinen von den Leuten des Wissens gesehen hat, der dieses fastete. Er sagte außerdem, ich hörte auch nicht, auch nie, dass einer unserer Salaf dies getan hat und die Leute des Wissens missbilligten es. Sie befürchteten,
dass es zu einer üblen Neuerung, also Bid'a, werden könnte und dass gewöhnliche und unwissende Menschen etwas zum Monat Ramadan hinzufügen könnten. Und das ist das Problem, wenn jemand aus den Büchern wieder mal liest. Wenn er das liest, dann denkt er, dass die 6 Tage Bid'a sind, was nicht dazu gehört. Dies, weil sie glauben, dass die Leute des Wissens die Erlaubnis dazu geben oder dazu gegeben haben und sie diese dabei gesehen haben, wie sie diese Taten verrichteten. Yahya sagte, er hörte Malik sagen, bevor wir hier anfangen, zu diesem Thema gibt es auch noch andere Hadithe. Also eigentlich gibt es auch zum Beispiel den Hadith, wer 6 Tage nach dem Eid Fitr fastet, hat das Jahr vervollständigt. Und wie man das vervollständigt? Weil Ramadan hat ja 60 oder hat 30 Tage und jeder Tag ist dann zum Beispiel 10 Belohnungen. Dann hast du 300. Und wenn du noch 6 Tage hast oder gefastet hast, dann hast du 60, also 360. Und das ist ungefähr umrundet ein ganzes Jahr. Und solche Themen wie das Bid'a ist, gibt es auch in anderen Themen, wie zum Beispiel beim Freitagsgebet. Nicht beim Freitagsgebet, aber beim Fajr vom Freitag. Weil die Sünde beim Fajr vom Freitag ist, dass man bei der ersten Raka Surat As-Sajda liest und bei der zweiten Surat An-Nas. Und hier gab es dann einen Konflikt zwischen den Schafi'iyya und den Hanafiyya. Also nicht zwischen den Gelehrten, aber zwischen den unteren, glaube ich, Wallahu a'lam, dass die Schafi'iyya, glaube ich, das öfters gemacht haben, das zu viel gemacht haben, dass die anderen dachten, dass das zu einem Fard werden könnte. Und dass die anderen das zu vernachlässigt haben, sodass die dann, dass man Angst hat, dass die eben die Sunna verlassen haben. Weil eine Sünde zu verlassen ist sehr gewaltig. Auf der nächsten Seite, Yahya sagte, er hörte Malik sagen: Ich habe noch nicht oder noch nie gehört, dass die Leute des Wissens und des Fiqhs und diejenigen, die Menschen als Vorbilder nehmen, am Freitag das Fasten verbieten. Das Fasten an diesem Tag ist gut. Und ich habe einen der Leute des Wissens gesehen, der an diesem Tag fastete. Und es schien mir, dass er dies gerne tat. Natürlich gibt es hier Khilaf. Bei den Ahnaf, eigentlich allgemein davor. Und bei uns Ahnaf genauso der Samstag, damit wir nicht genauso wie die Juden sind. Und somit dann den Samstag, einen Tag davor oder einen Tag danach, auffassen. Allah. Und hier bleiben wir inshallah stehen. Und dann beim nächsten Mal fangen wir dann mit weiteren Auszügen aus dem Gesamtwerk, der geebnete Pfad von Imam Malik. Und hier sind wir inshallah mit dem Kapitel des Fastens fertig. Alhamdulillah.